Heute drucken wir uns eine weitere interessante Version des Getriebes. Denn was passiert, wenn ich es jetzt auf dieser Höhe loslasse? Aktiviert die Glocke. Und danke an alle Kanalmitglieder und Patreon-Supporter. Links sind in der Beschreibung. Nach dem Unendlichkeitsgetriebe habe ich auch im Privaten noch ein paar Getriebevarianten gedruckt, weil dieses Thema an sich mega spannend ist. Und als ich dann doch Shorts zu diesem Thema gemacht habe, habt ihr mir gezeigt, dass ich das unbedingt mit euch teilen muss. Und deshalb drucken wir uns heute etwas, was ich Gravity-Getriebe genannt habe. Aber zuerst schauen wir uns doch mal das Getriebe selbst an, denn das kann... Das Coole an so einem Getriebe ist es, dass die wie Hebel funktionieren. Nur halt über Rotation. Und deshalb kann man die auch nicht zur unendlichen Energiegewinnung nutzen, weil es halt einfach ein Verhältnis zwischen Weg und Kraft ist. Also minus die Reibung. Was ich damit meine? Na, bei einem Hebel können wir ja größere Gewichte bei gleichem Kraftaufwand stemmen. Also subjektiv. Denn wenn wir uns das jetzt genauer anschauen, sehen wir, dass mein Finger dafür einen relativ großen Weg zurücklegen musste, wodurch sich die Gewichte aber nur ein bisschen gehoben haben. Der Weg ist ziemlich exakt um ein so Vielfaches größer, wie es mir halt einfacher war, die Gewichte zu heben. Minus die Reibung. Und deshalb habe ich mir dann auch Zahnräder mit jeweils 10 und 40 Zähnen aus einem Modell von Thingiverse geklaut und diesen Getriebehalter hier designt. Ich habe die Zahnräder dann sogar mit Reibalen ausgebohrt, damit sie die perfekte Passung für unsere Messingstangen bekommen. Denn aus diesem Metall sind Achsen relativ gut gewählt, da es auch ein bisschen reibungsärmer ist. Und nachdem wir das Ganze dann noch mit Silikonöl geschmiert haben, lief es so gut. Alter! Und im Prinzip ist es auch hier um ungefähr das gleiche Vielfache schwerer, das Antriebsrad zu drehen, wie halt das vordere Rad extra unten dreht. Minus die Reibung. Denn drehe ich dieses Rad einmal, hat sich das vordere viermal gedreht, aber dafür war es dann halt auch viermal so schwer, dieses Rad anzutreiben, beziehungsweise es war halt ungefähr die vierfache Kraft notwendig. Da entsteht also keine extra Energie, im Gegenteil, denn Reibung wandelt ja ebenfalls einen Teil der zugeführten Bewegungsenergie in Wärmeenergie um. Und weil es dann halt auch schon so schwer wurde, ein 1 zu 64 Rad mit seinen Fingern anzutreiben, habe ich mir dann noch einen Hebel auf ein Zahnrad gedruckt. Und so konnte ich dann plötzlich ein 1 zu 256 Getriebe von Hand antreiben. Aber viel interessanter ist die angetriebene Seite. Denn nicht nur die Umdrehungen und die Reibung werden hier multipliziert, sondern auch der Widerstand, den man selbst dem Zahnrad entgegenbringt. Mein kleiner Finger ist auf dieser Seite 265 mal stärker. Wie halt bei einem Hebel. Und das bedeutet, wenn sich das Rad jetzt unglaublich schnell dreht, kann ich es hier hinten nur mit viel Kraft anhalten. Aber lediglich mein kleiner Finger reicht aus, um das Ganze hier vorne zum Stillstand zu bringen. Und so kann ich dann auch dieses Rad hier vorne extrem leicht antreiben. Deutlich einfacher als hier. Sieht man ja auch. Aber dafür dreht es sich dann halt auch deutlich langsamer. So circa 256 mal langsamer. Aber warte mal. Es dreht sich zwar langsamer, aber halt unglaublich stark. Ich komme mit meiner Hand nicht gegen meinen kleinen Finger an. Und das bedeutet wiederum, sollte ich hier meinen Finger reinbekommen, dass dieser Hebel nun wie eine mechanische Presse funktioniert. Also wenn ich es vorsichtig mit meinem Finger probiere, spüre ich auf jeden Fall, wie sich ein echt großer Druck aufbaut und das eine Zahnrad befördert meinen Finger ja auch noch nach unten. Der wird hier dazwischen also definitiv gequetscht, weshalb ich das nicht mit meinem Finger machen werde. Bin mal gespannt, was der Eisstiel so sagt. Wow,
Wow, der wurde pulverisiert. Soll ich mal eine mechanische Presse 3D drucken? Fantastisch. Aber ging es nicht eigentlich um das Gravity-Getriebe? Wird Zeit, dass wir das mal... Hey, guck mal hier, das ist auch noch spannend. Denn dadurch, dass die Übersetzung so zuverlässig ist, kann man die Zahnräder auch super genau einstellen. Denn wenn wir das leichteste Zahnrad jetzt um exakt 4 Zähne versetzen, hat sich dieses hier um einen Zahn versetzt. Versetzen wir dann diesen Zahn wieder um 4 Zähne, hat sich dieser hier um einen versetzt. Oder man dreht halt das Ding hier um 64 Zähne, um hier einen Zahn weiterzukommen oder umgekehrt. Und auf diese Weise kann man es halt jetzt so lange drehen, bis sich die Zähne wieder super fein auf eine bestimmte Position ausrichten lassen. Und so kann man halt den Mechanismus eines Getriebeverhältnisses auch nutzen, um Dinge eben super fein einzustellen. Zum Beispiel in der metallzersparenden Industrie. Und mit solchen Tricks kann man dann halt wirklich tausendstel Millimeter genau aufs Mü genau arbeiten. Achso, und ich habe noch dafür gesorgt, dass die Markierungslinien fluoreszieren. Einfach, weil wir es können. Für die Wissenschaft. Und weil man dann halt auch entsprechend viel Energie auf der anderen Seite aufbringen muss und der Reibung entgegenwirken, könnte man das Unendlichkeitsgetriebe sowieso nicht von der anderen Seite antreiben. Die Zähne würden vorher reißen. Ja, und für das Gravity-Getriebe musste ich dann eigentlich nur mein Standardgetriebe auseinandernehmen, zwei gleich lange Rahmenstücke designen, drucken und an einer Seite anstatt der hohlen Messingstange eine massive Wolfram-Carbidachse einpressen. Warum eigentlich nicht gleich Wolfram? Naja, mit einer Dichte von 15,63 Gramm pro Kubikzentimeter und der chemischen Formel WC ist es dennoch ein sehr dichtes Material. Dichter als Blei. Und genau sowas brauchen wir hier, denn was wir hier genau haben ist ein Hebel. Denn ich möchte, dass die Schwerkraft jetzt an meinem Getriebe zieht. Denn die ist jetzt das, was mein Getriebe sozusagen antreibt. Und weil man auch permanent umgreifen kann, kann man das Getriebe jetzt sozusagen mit der Schwerkraft antreiben. Ich kann das auch wieder nach oben befördern und langsam runterrollen lassen. Ich kann auch gucken, was jetzt passiert. Aber klar, ist es unten angekommen, hört es auf. Aber theoretisch gesehen kann ich mit umgreifen jetzt ewig so weitermachen. Und die Idee zu diesem Aufbau habe ich selber bekommen, als ich einfach mit dem Getriebe sozusagen herumgespielt habe. Einfach nur, weil es satisfying ist. Oh, Entschuldigung, ich meine zufriedenstellend. Boomer. Und kann man damit jetzt irgendwie Energie gewinnen? Naja, also es ist um 40 Ecken auf jeden Fall eine Heizung. Aber guck mal, wie cool das aussieht. Tipp auf den Daumen nach oben und abonniere Techtastisch, wenn dir sowas gefällt. Und das Unendlichkeitsgetriebe habe ich in diesem Video hier gedruckt.